Grundsätzlich hält die Deutsche Post eine gesetzliche Verpflichtung ein. Mit fast 13.000 Filialen deutschlandweit übertrifft sie die gesetzliche Vorlage sogar deutlich. Aber besonders auf dem Land drückt der Schuh. Hier schafft es die Post regelmäßig nicht, die Vorgaben einzuhalten. Die Zahl der fehlenden Filialen schwankt dabei. 141 sind es jetzt im Oktober. Weil jede Gemeinde ab 2000 Einwohnern ein Anrecht auf eine Poststelle hat, kommt die Fehlzahl zustande. Auch die Vorgabe bei größeren Gemeinden ab 4000 Einwohnern, die Entfernung von 2 Kilometern in Wohngebieten einzuhalten, gelingt nicht immer. Die Post arbeitet nach eigenen Angaben ständig daran, die Vorgaben zu erfüllen. Sie hat das Problem allerdings auch selbst mit verursacht. Denn eine Sparrunde des Konzerns nach der anderen hieß auch, eigene Filialen wurden immer mehr geschlossen, vor allem auf dem Land, weil schlicht nicht rentabel. Stattdessen wurde die Aufgabe zuletzt an Kioskbesitzer, Bäcker oder Supermärkte übertragen. Zu Zeitung, Obst oder Brötchen gibt es nun auch Briefmarken oder man kann ein Päckchen aufgeben. Vorteil, die Läden haben oft viel länger geöffnet als die Post selbst. Das Problem, ähnlich wie der Multimilliardenkonzern DHL, vormals Deutsche Post, muss auch der Kiosk um die Ecke sehen, wo er bleibt. Lohnt sich das Geschäft bei 2000 Einwohnern nicht, dann macht er eben zu. Die Filiale ist dann aber auch weg. Die Deutsche Post preist jetzt eine neue Lösung an, den Automaten. Der kann ab kommendem Jahr entsprechend dem geänderten Postgesetz die Filiale ersetzen, sofern die Bundesnetzagentur dem Standort zustimmt, was sie aber wohl tun wird. Briefmarken verkaufen, Päckchen annehmen oder frankieren übernimmt dann ein Gerät samt Beratung rund um die Uhr. Allerdings nur per Videoschaltung.